Und dies wird auch in Erfüllung gehen, wenn wir, ja, legen das ruhig, Dankeschön. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Danke. Gott segne dich, Bruder. Michael. Michael. Klaus. Klaus. Du kannst gerne auch bei uns bleiben und auch gerne was sagen, wenn du zum Beispiel ein Zeugnis hast, wie du zu Gott gekommen bist. Denn das hat eine starke Wirkung auf viele Menschen, die nicht wissen, dass wir von den Begierden, von den Süchten, in denen wir leben, freigemacht werden können, vollkommen freigemacht werden von Gott, der uns ein neues Herz gibt. Hast du so etwas erlebt? Möchtest du davon berichten? Ich habe 2011 in Essen werden, ich habe Gott gesucht und wochenlang wusste ich gar nicht, dass er schon, bevor ich an ihn geglaubt habe, dass er schon bei mir war, dass er immer auf mich aufgepasst hat. Und ich habe 2011 in Essen-Werden ein Erlebnis gehabt, ich habe immer Ruhe gesucht im Haus Gottes und dann bin ich weggegangen und hat Gott mal über die Schulter gesprochen. Dann habe ich mich umgedreht und da wusste ich, er ist da. Ich habe mich letztes Jahr taufen lassen und ich weiß, er ist da für jeden von uns. Und du hast seitdem wahrscheinlich gehört, dein Leben hat sich geändert, du hast eine Wandlung wahrscheinlich durchgemacht. Den alten Weg, den wir gegangen sind, dem wir unsere Sünden nachgegangen sind, Rauchen, Trinken und so weiter. Das hat sich bei dir möglicherweise auch geändert? Wie? Ich habe mit 13 angefangen zu trinken, als ich gemerkt habe, dass jemand da, der mich über alles liebt. Und er ist der Höchste. Er ist der Höchste, der über allem steht. In Jesu Namen. Amen. Und er ist der, der dich liebt, der alle Menschen hier, und ich sehe hier so viele Menschen in Schwierigkeiten. Danke, Bruder. Gott segne dich und begleite dich immer auf deinem Weg, dass du nicht abkommst von dem rechtschaffenen Weg, auf den du jetzt gegangen bist. Denn Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, folgt ihr meinen Geboten. Ja? Wir gehen also nicht mehr zurück und machen das, was wir vorher gemacht haben. Wir kommen nicht zu Jesus und sagen, Jesus, bitte wasch mich rein von meinen Sünden und nimm mich an als dein Kind. Und dann gehen wir wieder zurück und machen das Gleiche. Rauchen, trinken und so weiter. Unzucht treiben machen wir nicht mehr. Weil Jesus weiß, dass das ist Sünde. Und wir wissen, dass das Sünde ist. Denn wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wenn wir einmal zu Gott gekommen sind und unser Leben unter seine Autorität gestellt haben und ihn als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben, dann sind wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. So steht es auch in der Bibel. Im Korintherbrief steht, wenn ihr in Jesus Christus seid, dann seid ihr eine neue Schöpfung. Alles Alte ist vergangen und siehe, es ist alles neu geworden. Jesus nimmt die Bindung an die Sünde weg und das macht das uns leichter. Du musst das vollständig machen. Du musst zu Gott gehen, du musst alle deine Sünden bekennen und du musst den Willen haben, umzukehren. Dann hilft er dir und dann macht er dich neu. Und das ist genau das, was ich erlebt habe. Das habe ich gemacht, bin einmal auf meine Knie gegangen, habe gesagt, ich unterwerfe mich dir. Sei du mein Herr und Erlöser, komm in mein Herz, gib mir ein neues Herz. Das hat er gemacht, das war für mich spürbar. Und von heute auf morgen hatte ich diese Begierden nicht mehr. Sie waren weg. Jesus macht es uns leicht, dass wir das leicht schaffen können. Ja? Es ist dann nicht mehr schwer, was er sagt. Wenn ihr mich liebt, folgt ihr meinen Geboten. Natürlich, wir wollen dann gar nichts anderes. Für mich war von heute auf morgen, weil all diese Sachen, die ich gemacht habe, da habe ich mich für geschämt. Ich hätte das nie mehr gemacht, ich wollte das nicht mehr machen. Die Begierden waren weg. Ich habe ein neues Herz von Jesus bekommen. Und deshalb bin ich hier, um diese Liebe und diese Kraft Gottes zu bezeugen. Jesus macht uns neu und als ich gemerkt habe, da ist jemand, der über uns steht, der über allem steht und der Höchste ist, der mit seiner Liebe über allem steht und wenn du die im Herzen spürst, wenn du die annimmst, und das wünsche ich jedem, das wünsche ich dir und das ist so schön, wenn du verändert wirst und ich möchte... Und Gott verändert uns. Das ist,
das, was ich erlebe, und Gott arbeitet mit uns. Und deshalb ist es auch so wunderschön, dass du dein Zeugnis heute auch hier kundgetan hast. Siehe, hier sind viele Leute, die gehen zwar vorbei, aber jeder bekommt ein bisschen was mit davon. Die Bibel sagt, das Wort Gottes wird niemals unnütz zurückkommen, sondern das, was wir sprechen im Namen Gottes, das geht in die Herzen. Und der Feind, der kommt zum Stehlen, Zerstören und Töten, der kann da gar nichts gegen machen. Denn die Autorität des Herrn Jesus Christus ist die höchste Autorität. Wenn wir im Namen Gottes, im Namen Jesu sprechen, dann ist der Feind besiegt. Und das ist auch das, was ich erlebt habe. Der Feind, der immer an mir genagt hat, der mich in die Sünde reingezogen hat, der war besiegt. Er konnte nichts mehr machen. Denn die Autorität des Herrn Jesus Christus ist viel stärker. Denn er ist das Alpha und das Omega, der Höchste, der Erste und der Letzte. Er ist der Allmächtige, der alles erschaffen hat, zusammen mit dem Vater. Und er wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Halleluja, gepriesen sei der Herr. Soll ich beten? Möchtest du das beten? Vater, wir beten im Namen Jesu, von meinem Bruder Klaus. Wir bitten dich im Namen Jesu. Wir flehen dich an. Bitte, schütze unseren Bruder Klaus. Erlöse ihn von allem Bösen, alles Böse, was geht. Jede Sucht, jede Sucht für Alkoholismus, geht raus. Ich befehle dir Alkoholismus, du gehst raus. Du hast hier nichts zu sagen. Im Namen Jesu, der Herr Jesus Christus. Autorität. Nichts Unreines kann stehen. Kann stehen im Namen Jesus Christus. Jesus ist der Höchste. Jesus ist der Herr. Jesus ist Gott. Jesus ist der Allmächtige. Ja, so spricht der Herr. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Erste und der Letzte. Und ich habe den Schlüssel des Todes und des Totenreichs in meinen Händen. Ich werde richten und ich werde kommen und ich werde herrschen. Kein Mensch kann da dagegen machen. Und keine Krankheit, keine Sucht, nichts kann dagegen machen. Die Sucht muss verschwinden. Das Böse ist gebunden. Es ist geschlagen, wie immer zu vergeben. Durch das heilige Blut, das vergossen wurde, durch unseren Herrn Jesus Christus am Kreuz, ist das Böse gebunden und geschlagen. Satan ist geschlagen, hat keine Macht mehr. Und du brauchst keine Angst haben. Alle Angst geht raus. Befehle der Angst, geht raus. Raus. Alle Angst geht raus. Du brauchst keine Angst haben. Der Satan kann dir nichts tun. Er hat dich nochmal erwischt. Er hat mich auch nochmal erwischt. Ich habe auch nochmal einen Internet. Du brauchst keine Angst haben. Hab keine Angst vor ihm. Er erwischt dich nochmal. Er nutzt alles. Unsere alten Schwächen. Er weiß, wo er drücken muss. Du brauchst keine Angst haben. Das geht weg. Guck nur immer auf Jesus. Guck auf sein vollbrachtes Werk am Kreuz. Auf sein Blut. Er liebt dich mit allem, was er hat. Kein Mensch kann dich so lieben. Er liebt dich und er schaut auf dich. Er sagt dir jetzt in dem Moment, du bist mein Kind und bleibst mein Kind. Auch wenn du Backsliding gemacht hast, wenn du betrunken hast. Geh zu Gott, geh zu Jesus. Bring es zu ihm. Sag ihm, das ist meine Not. Bitte heil mich davon. Ich möchte davon weg. Ich möchte das nicht mehr. Es muss weggehen. Und ich befehle dieser Sucht im Namen des Herrn Jesus Christus, dass sie rausgeht. Sie hat keinen Platz mehr bei dir. Sie hat keinen Platz mehr in deinem Herzen. Dein Herz ist rein. Reingewaschen durch den Herrn Jesus Christus. Rein. Rein. Reinheit. Reinheit und Frieden. Halleluja. Er wird dafür sorgen, dass der Gerechte nicht fällt. Und du wirst nicht fallen. Das, was du erlebt hast, ist etwas, dass du zurückgekommen bist, zurückgegangen bist, zurück in alte Wege, ja, die du kanntest von früher. Der Satan ist ganz geschickt, er weiß, welche Knöpfe er drücken muss. Du hast dir vielleicht Gedanken gemacht, in unseren Gedanken. Jesus hat gesagt, die bösen Gedanken kommen aus dem Herzen. Aber Jesus macht jetzt das Herz rein. Und daran musst du glauben. Du bist getauft. Du hast Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen. Der Satan ist geschlagen. Die Sucht ist geschlagen. Die Sünde ist geschlagen. Glaub daran. Steh im Wort Gottes. Wenn du ihm vertraust, vertraue ihm vollständig. Verweise schlechte Gedanken. Wenn solche Gedanken kommen, verweise sie im Namen Jesu und sie gehen weg. Stell die Engel auf. Richtig. Die Helfer stehen um uns. Und dafür beten wir jeden Tag. Und auch wenn wir in Schwierigkeiten sind, egal in welchen Schwierigkeiten sind, wende dein
deinen Blick auf Jesus Christus. Richtig. Schau immer auf Jesus, schau immer auf das Kreuz und das vollständig vollbrachte Werk der Erlösung. Daran musst du dich immer erinnern, denn das Werk ist vollbracht, wenn du Jesus einmal annimmst. Die Bibel sagt, wenn du getauft bist und glaubst, dann bist du gerettet. Denn so sehr hat Gott seinen Sohn, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr. Halleluja. Danke, Bruder.